So. Dann mal. Hä? Schauen, was sie zu sagen hat. Ich arbeite schon eine ganze Weile an meinem Plan, diese alte U-Bahn in Gang zu setzen. Ich habe sogar die Schlüssel, um sie zu starten. Alles, was wir brauchen, ist eine Atombatterie, um sie mit Strom zu versorgen. Ich weiß, dass die Neko Corporation eine in ihrer Fabrik installiert hat. Ich habe einen Kontakt, der uns helfen kann, sie zu infiltrieren. Ich kenne seinen Namen nicht. Er ist der Roboter mit der Bomberjacke und der Goldkette. Wir bringen ihm diese Nachricht. Jemand, der so klein und flink ist wie du, sollte keine Probleme haben, sich in die Fabrik zu schleichen. Eine letzte Sache noch. Zögere nicht, dich um Hilfe zu bemühen. Diese Stadt ist voll von Informationen. Halte dich nur von den Wächtern fern. Okay, den Typen haben wir ja schon gesehen. Er ist mir ja schon aufgefallen, weil er eben diese Bomberjacke anhatte. Von daher wissen wir, wo wir hin müssen. Sollte man versuchen, meine eigene Variante von dir zu bauen. Ich wette, jeder würde eine haben wollen. Was? Oh, was ist das denn für ein Lied? Oh, ein Typ, der eine Bomberjacke und Goldkette trägt. Ich weiß genau, von wem du sprichst. Er schleicht gerade in der Nähe der Fabrik herum. Eigentlich müssen wir jetzt alle fragen, vielleicht. Wait. Doch. Vielleicht bekommen wir ja noch ein paar Informationen, die irgendwie interessant sein können oder so. Dadurch können wir ja nicht aussprechen. Okay, nee, dann sagen wir alle bloß das Gleiche. Nochmal die Kassette. Was ist hier drin? Gut, dass ich das schon vergessen habe. Nee, war das im Restaurant? Ich glaube, das war im Restaurant. Das ist da hinten. Nee. War's doch nicht. Nee, da war's denn. Oder auch nicht. Niemand kann den Laden betreten, wenn er wieder aufgestockt wird. Und da die beiden so inkompetent sind, könnte es noch eine Weile dauern. Er wandelt in der Nähe des Clubs. Ich
warte schon seit Ewigkeiten darauf, dass Stuplachi zurückkommt und mir hilft, diese Hüte wieder aufzustocken. Der Chef ist nicht begeistert. Wenn der Kerl wieder in der Bar rumhängt, kann er was erleben. I see. Wir sollen mit den Kisten in die Fabrik kommen. In der Bar. Und war die Kassette hier drin? Yes. Das Shepherd! Holy moly! Alter, ist das laut! Was bringt mir das jetzt? Ich hab keine Ahnung. Verdammt, wie schaden wir das Ding nur ab? Ich hab keine Ahnung. Es ist ziemlich laut. Ich kann es auch nicht mehr aufschalten. Junge. Aber ich muss sagen, das widerspiegelt die Kleidershops von heute ziemlich gut. Weil da wirklich immer laute Musik läuft. Und wirklich manchmal zu laut. Aber hätte mir das irgendwas bringen sollen oder? Keine Ahnung. Eigentlich bist du der Kontakt, oder nicht? Du hast die Bomberjacke und die Goldkette. Die festgenommene Person war nicht Clementine. Suche fortsetzen. Okay. Aber wo ist die Bar? Weil hier drin ist ja niemand. Condi und Crony. Ist das die Bar? Ach, vielleicht ist das der Kontakt. Schleicht in der Nähe der Fabrik herum. Mehemut. Tonin. Ist das... Nee. Schleicht in der Nähe der Fabrik rum. Ah, wait. Ist das die Bomberjacke? Ein Blazer. Ich hab zu tun, was willst du? Woher hast du das? Oh, du bist ein... Oh, du bist bei den Außenwellen... Mein Kontakt. Lass mich dich kurz über die Atombatterie aufklären. Die Batterie versorgt NecoCorp. Versorgt die NecoCorp-Fabrik hier. Aber das ganze Gebiet ist gesperrt und schwer bewacht. Sie kontrollieren jeden, der das Gelände betritt und schicken jeden weg, der keine Arbeiter ist.
Hier meine Idee. Besorgt mir eine Arbeiterjacke und einen Arbeiterhelm, während ich hier bleibe und mir einen günstigen Zeitpunkt überlege, reinzukommen. Und ich weiß schon wo, danke. Stuplachi zurückkommt. Stuplachi in the bar. Stuplachi, Stuplachi, Stuplachi. Ich denke mal, was eigentlich ist das doch der mit dem... der hier eine Decke anhat oder nicht? Bist du nicht Stuplachi? Oh, Stuplachi. Hallo? Stuplachi. Okay, den können wir nicht umschmeißen. Ich glaube, das war die Idee, oder? Ah, hier drin gibt's Hüte. That's it. Und da ist der Arbeiterhelm. Leise, leise. Und lass mich raten, hier bekommen wir die Jacke. Wow, das ist so laut. Wo war das nochmals? Gerade in die andere Richtung, genau. Geh und hol mir eine Arbeiterjacke und einen Arbeiterhelm, damit wir reinkommen. Hervorragend, dieser Helm wird ausreichen. Ich brauche allerdings noch eine richtige Arbeiterjacke. Hast du auch so eine gefunden? Natürlich. Perfekt, die Jacke ist genau das, was wir brauchen. Ich zieh mich jetzt an. Kannst du dich umdrehen?